Wenn ein Bounty, ein Stück Eisen und ein Löffel Teil einer Ausstellung sind, dann steckt wohl eine sehr außergewöhnliche Idee dahinter. Wir suchen andere Linzer-Geschichten, persönliche, individuelle Linzer-Geschichten. Nicht die Geschichte, die man an sich kennt, sondern was steckt halt bei den Menschen, was gibt es da für Geschichten zu holen. Die Idee ist, verschiedenste Bevölkerungsgruppen hereinzubringen, nämlich alle. Nicht den klassischen Museumsbesucher und Museumsbesucherinnen. Dem Alter der ältesten noch lebenden Linzerinnen und Linzer entsprechend spannt sich der Bogen über 104 Jahre Stadtgeschichte. Kleine und große, wichtige und unwichtige, traurige und lustige sowie vergangene und gerade erst geschehene Erlebnisse verdichten sich zu einer anderen Art der Linzer Geschichte. Über welches Jahrzehnt erzählen die Linzer am liebsten? Ich habe erwartet, dass es vor allen Dingen Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Ja? Also 38 beginnend bis 45, eh klar, Bombardements und dann wieder Aufbau, weil einfach kollektives Trauma. Bis jetzt ist es nicht so. Also bis jetzt ist es in der Jetztzeit und in der jungen Vergangenheit mindestens so viel. Also etwas, was ich nicht erwartet habe. Vielleicht natürlich ein Schwerpunkt in der Jetztzeit, aber ansonsten, also ich glaube, dass da drauf ankommt, wer erzählt was, wann ist der geboren, wann hat der ein Highlight gehabt in seinem Leben, wann ist die Geschichte passiert. Gestartet wird im Nordico mit einer unfertigen Ausstellung. Über 3 Monate hinweg soll diese um noch viele Erzählungen, Erinnerungsstücke und Geschichten reicher werden, um am 5. Juli im Rahmen eines Festes mit allen Akteuren ein fertiges Stück Linzer Geschichte zu zeigen. Ziel sind 1000 Geschichten, was ein relativ hochgestecktes Ziel ist. Wir haben auch 1000 Stäbchen. Jedes Stäbchen eine Geschichte, ein Mensch. Und wir haben jetzt vorab 100 gesammelt in einer Vorlaufzeit, um in Wirklichkeit exemplarisch den Besuchern auch zu zeigen, um was es geht. Ja, weil da kann man viel reden, aber wenn ich es dann sehe, ist es natürlich viel leichter verständlich. Wir haben uns auch wirklich viele Fragen vorgestellt, wie machen wir das, dass wir die Bevölkerung informieren, hey, da gibt es ein Haus, das sucht eure Geschichten, kommt und bringt es ein. War gar nicht so einfach, da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen, wie macht man denn das und kommt überhaupt was und wird das verstanden dann, also hat aber dann trotzdem gut funktioniert. Erzähl uns Linz fordert alle Linzerinnen und Linzer zur Teilnahme und Mitarbeit auf. Auch die beiden Kuratoren der Ausstellung haben mit ihren persönlichen Erinnerungsstücken am kollektiven Geschichteerzählen mitgewirkt. Das ist ein ungefähr CD-großer grüner Stahlteil. Für bei Linzern und Linzerinnen springt das Grün, wahrscheinlich gibt es eine Assoziation. Das Teil stammt vom Linzerauge, was vor 1,5 Jahren am Urfahraner Ufer gestrandet ist, nach einem furchtbaren sozusagen Abriss und Tauchgang. Und für mich steht das, ich bin da sofort hin, habe beim Schrotthaufen sozusagen geschaut, ob es irgendein Teil gibt, was man rauslösen kann. Das war dieses Teil und für mich steht dieser grüne Stahlteil für dieses Experiment Linzer Auge, was eigentlich eine großartige Sache war, also fast eine Vision, eine drehende Insel und im Endeffekt in einem Fiasko geendet hat. Also es ist ein Holzwürfel aus Eichenholz und das war Bestandteil vom Vorgängermodell von der Nibelungenbrücke und wie die abgetragen worden ist, beim Neubau eben, sind diese ganzen Holzwürfel, dieser Fahrbahnbelag, ist freigegeben worden zum Verheizen für die Mühlkreisbahn. Die sind aber draufgekommen, es raucht zu viel, die sind ja mit Teer getränkt, diese Holzwürfel, schmeißen wir es weg. Und der Schmied in Ottensheim, mein ehemaliger Nachbar, hat dann mit dem Leiterwagen, die ist da hingegangen zum Bahnhof und hat sich diese Holzwürfel wieder geholt und hat damit seinen Hufbeschlagsplatz gepflastert und die liegen noch heute da. Das ist ein Stück ehemalige Brücke von Linz in Ottensheim und die sind unverwüstlich, mit Teer getränkt, das ist wie imprägniert.